Heute jetzt über Heidersdorf nach Strehlen gefahren und vor uns liegen nun die größten Granitsteinbrüche Europas. Hier sind so Reste. Das Zentrum von Strehlen liegt in dieser Richtung. Wir werden nachher in die Innenstadt fahren. Ich will mich noch ein bisschen weiter ranwagen an den Steinbruch. Ich mache aber jetzt schon Aufnahmen hier in den Außenbezirken, weil ich nicht weiß, ob ich noch weiter näher an diese Steinbrüche herankomme. Hier sehen wir so Abraumhallen. Wie bekannt ist ja gerade Berlin sehr stark von den Granitsteinen in seiner Bauweise dicht an diesen riesigen Steinbruch herangekommen. Hier sieht man also, wie tief schon die Arbeiten sich in das Innere hineingefressen haben. Es ist ein gewaltiges Loch, haben die Menschen hier in die Erde hineingefressen. Ich zoome mal bis auf den Grund. Doch beeindruckend und gewaltig. Als wir die Granitsteinbrüche angesehen haben, sind wir ins Zentrum von Strehlen gefahren und haben uns jetzt hier auf dem Ring, ehemaligen Ring, im Parkplatz gesucht. Strehlen ist sehr zerstört gewesen und man hat hier, so gut man konnte, in dem typischen Plattenbaustil um den Ring eine neue Stadt entstehen lassen. Strehlen war Frontstadt und war sehr stark, ich weiß nicht genau, zu wie viel Prozent zerstört. Das sind also ringsrum jetzt, ich habe einmal 180 Grad die Kamera geschwenkt, ringsum die Bauten. Damit ist natürlich der Charme der deutschen Städte verloren gegangen und es ist eine depressive Stadtlandschaft entstanden. Das ist die Südseite und da hinten, da sieht man ein Gebäude, das könnte noch an die deutsche Zeit erinnern. Das ist wohl sicher der Baustil der Deutschen gewesen. Das heißt, dieses Gebäude hat den Krieg scheinbar einigermaßen überlebt. Aber sowohl die Westseite als auch die Nordseite und die Ostseite sind vollkommen im neuen Baustil, in Plattenbauweise errichtet. Vom Ring in die Ausfallstraße nach Osten fotografiert und hier in Richtung Süden. Und wie gesagt, hier sind die neuen Bauten aus der Zeit jetzt der Polen. Hier ein Mahnmal, Rest eines Turmes, Kirchturmes oder was auch immer im Zentrum von Strehlen damals stand. Jemals ein Bewohner, ehemaliger deutscher Bewohner aus Strehlen, diese Aufnahmen sieht, was er sich dabei denkt, kann ich nicht sagen, aber immerhin ist es für mich als Verehrer Schlesiens eine Katastrophe, solch einen Baustil in Schlesien zu erleben. Zum Glück sind nicht alle Städte so aufgebaut bzw. so
restauriert worden wie hier, sondern man hat größtenteils auch die alte Bausubstanz einigermaßen erhalten. Das Gebäude hier im Strehlen um den Ring, aber wie leicht erkennbar, auch aus der deutschen Zeit. Wunderschöne Giebel hier. Ich möchte mal einen näher heranzoomen. Das ist der mittleren. Oben eine Kugel. Und dahinter, hinter diesem Gebäude, ist eine Kirche, die wir uns jetzt gleich ansehen werden. Sehr toll. Die Zerstörungswut der Menschen hat auch hier, wie so oft in manchen Städten, überraschenderweise auf die Kirchen keine Wirkung gehabt und sie sind seltsamerweise und überraschenderweise sehr gut erhalten bzw. konnten auch wieder ganz gut restauriert werden. Ich nehme mal diesen Glockenturm, den seltsamen, irgendwie markanten Glockenturm auf. Da ist eine Glocke zu sehen, die hängt im Freien. Und das ist etwas, was man nicht immer und überall sehen kann. Mal sehen, was die Kirche im Innern für Überraschung von der anderen Seite. Die Kirche und dann die Fassade des alten Gebäudes mit dem markanten Giebel. Und das ist also noch alte Bausubstanz. Auf der rechten Seite beginnt dann der Ring. Ein Stück Altstrehlen, direkt in der Nähe der Kirche. Hier der ehemalige Friedhof, auch ein Altar. Dann die Christusfigur. Und ich fotografiere jetzt in Richtung Westen. Ich weiß jetzt nicht, was dieses Haus birgt, wozu es Verwendung findet. Aber wie gesagt, die Aufnahmen sind rund um diese Kirche mit dem Kirchturm. Und wir haben 20 vor 12, Freitag. In Schlesien im April 2005. Jetzt ganz rund um die Kirche herumgegangen und die Mühe hat sich gelohnt. So haben wir wenigstens einen Einblick durch das Eisentor in den Gottesdienstraum und können so die Bilder der Kirche mit nach Hause nehmen. Das schöne Kreuz mit einer geschmiedeten Rose im Tor, Eisentor der Kirche zu Strehlen. Aufnahme vom Haupteingang der Kirche zu den Gebäuden der Umgebung mit den markanten Mauern, der Christusfigur, der Eingangbereich